So, mal kurz nachladen. Haben wir jetzt eigentlich für die... Ja, da haben wir wieder mal ein paar Kugeln. So, ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Ah, Munition. Habe ich die Kackgranaten wieder nicht ver... Habe ich nicht gesagt, hin und wieder bestätigen sich diese Pads automatisch? Schnauze. Warum glotzt der so blöd? Man nennt mich auch Mr. Grinsebacke. Ich bin der glücklichste Zombie der ganzen Welt. Ja. Hier können wir noch einen Schrank aufbrechen. Geld und Schrotflintenmunition. Warum ist das rot? Ender zum Verwenden? Na egal. Gut, okay, dann. Hüp. Wow. Oscar für Special Effects. Direkt Insta. Insta-Oscar quasi. Ein bisschen Wasser drauf, dann hast du einen Oscar. Suit upgrade, chamber ready for use. Ehrlich jetzt, gegen Ende des Spiels, also wenn ich den Steam-Beschreibungen Glauben schenke, sind wir schon relativ am Ende des Spiels. Augmentation, genau, super Übersetzung. Kopf, Körper, ja, genau, dann können wir uns auch unsere Hupen endlich pimpen lassen. Hand und Bein. Hier kannst du eine von 4 Spezialisierungen deiner Körperteile verbessern. Was? Der Schritt ist aber gar nicht auswählbar. Was dir hilft, besser, stärker, schneller und effektiver für Töten zu werden. Um getötet zu werden? Nein! Erweiterung für 0%. Wähle die Fähigkeit zum Verbessern. Tja, aber was... Was bringt das? Schwerpunkt. Steiger deine Wirkzeit um 2,5 Sekunden. Steiger deine Wiederverwendungsgeschwindigkeit. Was? Achso, ich kann nachladen schneller machen, indem ich den Kopf... Was? Hä? Meine Psi-Kräfte helfen mir beim Nachladen. So, die Munition quasi aus dem Gürtel in die Hand mit meinen Jedi-Kräften. Was? Mal sehen, Körper. Power... Ach, Moment. Da steht ja sogar ein Text, sehe ich jetzt gerade. Kugelzeit, als auch gefrorene Zeit bekannt, ist eine akustische und visuelle Wirkung durch eine extreme Transformation von Raum und Zeit charakteristisch. Hat jeder natürlich sofort verstanden. Powerrüstung ist komplett abgedichtet. Echt? Aber ich will doch noch, dass Leute an meine Möpse drankommen. Isoliert den Träger von der Außenumgebung und schützt ihn vor Waffen und raue Atmosphäre. Sie schließt gewöhnlich auch zahlreiche Zusatzsysteme ein. Mobsverbesserung. Wie Kommunikatoren und automatische Sinne mit Augmentationen. Klar, wenn ich größere Hupen habe als Frau... Ist mir Kommunikation da, weil die Männer sagen, lass mal mit der reden, die fällt mir irgendwie ist die sehr auffällig. Gut, gucken wir mal, Hand. Kybernetische Hand mit einer fortgeschrittenen mechanischen Prothese kann eine sehr leistungsfähige Sicherheitswaffe durchführen und kontrollieren. Hä? Bein. Kybernetische Beinverbesserung erhöht die Mobilität im Kampf oder einfach ermöglicht, schneller zu bewegen. Es erhöht deine Stärke, die dir mehrere Sachen zu tragen hilft. Was? Was? Hä? Vor allen Dingen steiger dein Tragmaximum um 25%. Was denn? Ich habe nur 2 Waffen und 4 Granaten. Was soll ich denn noch mehr tragen? Mehr Munition vielleicht. Körper ist mir Dings. Das hier ist... Ich benutze diese Zeitlupenfunktion nicht mal. Na, dann wählen wir Körper. Verbessern. So, Körper 1 von 4. Okay. Mehr kann ich gar nicht verbessern. Ja, genau. Wir haben ihre Möpse jetzt aufgepumpt. Viel Spaß damit. Mist, ich kann nicht nach unten gucken an mir. Ziel geht zum Antriebskern. Continue to the propulsion core. You are very close now. I can feel you already. Ja, ab nach unten. Ja, nee, ist klar. Toll.
Was mache ich? Ich schieße auf den einzigen, der sich nicht bewegt, der da tot rumliegt. Mhm, genau. Hallöchen, da bin ich. Meine Möpse sind jetzt größer. Beachtet mich. Warum kann ich die Munition nicht mitnehmen? Munition ist voll. Ja. Genau, das sage ich auch immer. Munition ist voll. Ach, hier ist schon wieder so ein... Suit upgrade, chamber ready for use. Ja, nie, ist klar. Etage tiefer, direkt nächste Upgrade. Mhm, ja, ist klar. Was war jetzt Hand nochmal? Mal sehen. Eine sehr leistungsfähige Sicherheitswaffe durchführen. Mhm. Also ich kann quasi den Männern ihre Waffen besser polieren, oder was? Mal sehen. Steiger deine Chance, mehr Gegner zu treffen. 3%. Um. Steiger deine Wiederverwendungsgeschwindigkeit um... Was? Kann ich ihn lesen? Ehrlich mal jetzt. Hat das keiner getestet, ob die Übersetzungen auch ins Bild passen? Ja gut, da können wir mehr tragen. Dann nehmen wir das. Upgrade applied. Enjoy. Upgrade applied. Fuck you. Ja. Have a fuck you day. So. Yay. Hm. Mal gucken. Oh, ein Pad. Oh, ein Pad, sagte ich. Von Systemwartung. Davis, ich hoffe, du lebst noch. Sie wissen über mich schon. Was? Wie jetzt? Keine Ahnung, dass du mit dem Captain gevögelt hast? Was weiß ich? Sie haben die Nachrichten für dich ausgeforscht. So, ich kann ohnehin mit der Verschlüsselung von allem aufhören. Nee, von allen aufhören. Sorry, ich darf das nicht automatisch verbessern, was da so schön steht. Sie sind hinter mir. Ja, sie sind hinter dir. Wie der Captain eher vor dir war. Ich muss ein neues Versteck finden. Sei vorsichtig. Jo, Hayes. Ja, Jo. Leider habe ich deine letzte Nachricht nicht gelesen, weil das Spiel meinte, ach nö, die klicken wir automatisch weg. So, Munition. Also ich habe so den Verdacht, dass die irgendwie nochmal Gegner werden. Obwohl, dem fehlt so ein Bein und... Was macht der? Achso, ich dachte schon, was macht der mit seiner Hand da hinten? So ein bisschen von... Ich habe da so ein bisschen Juckreiz, musst du wissen. Da muss ich ganz doll kratzen. So, Tür auf und... Ich muss mal kurz nachladen. Hör auf! Jetzt kann ich. Also an die Spieleentwickler, ihr hättet ruhig auch hinter mir Zombies machen können, dann wäre das ein bisschen, herausfordernder gewesen, als einfach nur... Shoot them the heads away and walk around. Where the fuck I am here? This not looks like the room where I was before. Sie hätten ja ruhig da hinten dann den anderen Gang mit dieser T-Gabelung machen können. Aber nö, nein, muss man nicht. Ist hier irgendwas versteckt? Was ist eigentlich für ein komisches Geräusch? Ist das ein Hubschrauber oder was? Oh, look. It's locked. Ah, diesmal muss ich nicht ein Pad betätigen. Leistung zuerkannt. Versuchskaninchen. Leistung zuerkannt. Sei perfekt. Okay. Gebrauchsdauer 29 Minuten 53 Sekunden. Das heißt, das werden wahrscheinlich zwei Folgen gewesen sein, wenn ich nicht irgendwie anders beschissen geschnitten habe. Hahaha. Getötete Monster 83. Wow, ich hatte doch schon irgendwie in einem Level über 150. 56 Kopfschüsse, 41% Genauigkeit, 4 von 5 Geheimkugeln. Jetzt weiß ich ja, dass das Geheimembleme sind. Das sind keine Kugeln, das sind flache Dinger an der Wand. Tablets 7 von 10. Kredite gefunden. Wow, da haben wir ja eine Menge verpasst. Und 2 von 3 Leistungen. Missionsstatus 76%. Bin ich zu 76% durchs Spiel? So gut. Jetzt sind wir beim Upgrade-Screen. Da können wir mal gucken. Es wird benutzt und es wird benutzt. Mal sehen. Die Waffe benutzen wir eigentlich kaum. Die benutzen wir hauptsächlich. Mal sehen, größeres Magazin könnte nicht schaden. Nachladezeit vielleicht mal erhöhen. Yep. Jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten. Das heißt, einmal eben kurz hier.
Die Granaten brauche ich eh nicht. So. Upgrades. Ha, Genauigkeit? Nee, größeres Magazin. So, gut. Wie jemand im Steam-Forum schrieb, legt euch auf eine einzige Waffe fest und rüstet nur die auf. Das heißt, war doof, dass ich die hier aufgerüstet habe, wenn ich jetzt im Endeffekt nur noch die hier benutze. Waffen. 16 Gold haben wir. Bonus. Ab 20 Gold. Das heißt noch 4 Gold. Und wir können uns endlich Aufladefähigkeit leisten. Ab zur nächsten Mission. You are now in the propulsion core. Warning. Danger of radiation. Looks like I'm here. Yep. Access denied. Exit door locked. The terminals in the propulsion core lab. They must be somewhere out. Sie müssen irgendwo herum sein. They must be somewhere around. Ziel, aktivier das Sicherheitsterminal. Na, meine Freunde? Bist. Wow, fuck, was war das denn? What the? Alter, was war das denn jetzt gerade? Pam, tot. Ah, halt die Schnauze, Bitch. Oh, fuck, was war das denn? Das war's! Dieser Flachwichser wirft mit Granaten, die mich insta-killen. Alter. Wow, warum strafe die so nach... Fuck! Insta-Kill! Das kann hier noch ein bisschen dauern, würde ich sagen, bis ich hier durch bin. Warum guckt die Alte immer in eine andere Richtung? Alter, verpiss dich! Der ist das. Der ist der böse Soldat. Der immer Granaten schmeißt. Ja, natürlich muss er jetzt nachladen. Hör auf, nachzuladen! So, was ist das jetzt? Nur nicht den Kopf verlieren. Wieder die kleine Entsperrmitteilung. Als wenn ich das nicht gesehen hätte. Echt jetzt. Oh, wir verstecken es einfach mal zwischen den Schränken. Da guckt keiner hin. Mhm, genau. So. Ja, ich habe schon eine richtig harte Mumu. Ich meine natürlich Lippen. Richtig harte Lippen. Schließlich knackt sie das ja. Achso, ich dachte, hier wäre was versteckt. Nein. Nichts versteckt hier. Dann geht's jetzt weiter mit dem Fahrstuhl da. Oh, geht nach unten. Alter! Ein Glück, dass ich den scheiß Fahrstuhl betätigt habe. Ich habe mich richtig erschreckt gerade. Echt jetzt. Aber das Problem ist, bei mir sieht man das nicht. Wenn ich mich erschrecke, das sieht man nicht. So. Habt ihr gesehen? Nein. Alter! Dreckiger... Und ich kann auch nicht mal... Ich muss diesen verfickten Level neu starten.